Hallo Kinder und Erwachsene, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal Serratus 1. Dies hier ist das 100. Video, also ein kleines Jubiläum. Ich möchte mich recht herzlich bedanken an alle Besucher, Zuschauer und natürlich an die ganzen Abonnenten. Mittlerweile sind es ca. 1540 Abonnenten. Also vielen, vielen Dank. Zuschauer, also beziehungsweise Klicks auf den Videos habe ich mittlerweile über 2 Millionen. Das ist eine Riesensache. Also nochmal vielen, vielen Dank. Oft kriege ich Anfragen von Kindern, die sich interessieren dafür, was wir alles an Playmobil haben. Welche Häuser, Figuren, Tiere. Ja, und das ist auch ein weiterer Grund, warum ich das Video heute mache. Nachher machen wir einen kleinen Rundgang und dann könnt ihr euch mal alles anschauen, was wir haben. Welche Häuser und was es alles gibt. Dann möchte ich euch noch meine Helfer vorstellen. Ihr hört ja immer nur die Stimmen von denen. Links mit dem Kopftuch, das ist die Miriam. Hallo. Und rechts mit dem kleinen Bärchen auf dem Shirt, das ist die Lea. Okay, dann kommt mit, Kinder. Dann starten wir den Rundgang. So, Kinder, und schon geht's los. Als erstes seht ihr hier die Kita. Da habe ich ja dem letzten paar Videos hochgeladen. Und die wurden auch schon kräftig angeklickt. Also die Kita ist dann mit dem Bällebad, das muss man zusätzlich kaufen, und mit der Krabbelgruppe. Hier seht ihr Frau Windel bei der Arbeit. Hallo! Hallo Frau Windel! So, und dann geht's weiter. Hier haben wir den Spielplatz, der gehört auch dazu. Das ist eine Erweiterung. Und für den Spielplatz, also als Rasen, haben wir ein Handtuch genommen. In dem Video sieht es wirklich aus wie Handtuch, wie ein Rasen. Ja, so. Und dann geht es jetzt gleich weiter zum großen Puppenhaus. Mit dem haben wir schon sehr viele Videos gedreht. Hier haben wir jetzt, das ist kein Original Playmobil-Zubehör, das sind Teppiche, die sind, also wie sagt man, richtig hergestellt, richtig gewoben. Die sind aus der Türkei. Die passen eigentlich sehr gut hier rein in die Playmobil-Häuser. Dann haben wir dazu noch eine Garage. So, und nebendran haben wir dann das Schloss. Das ist jetzt die ältere Version. Ich glaube, mittlerweile gibt es ja schon ein neueres. Das sieht anders aus, hat mehr Türmchen. Da oben haben wir das Schlafgemach. In der Mitte sitzt der König und die Königin. Da unten der Thronsaal. Die Küche. Und noch ein paar Pferde. So, hier haben wir noch weiteres Zubehör, ein paar Kutschen, die haben jetzt nicht mehr zum Schloss hingepasst. Ein Riesenkürbis, ein Stempel-Nemo, der gehört allerdings nicht dazu. Dann noch ein paar Figuren, Pferde, ja, und Zubehör, Kleider. Hier haben wir das Schwimmbad, das kennt ihr aus dem Video Lisa lernt schwimmen. Mit einer großen Rutsche oben. Allerdings haben wir jetzt kein Wasser drin. Da hinten ist der Wal. Da kommt der Wasser oben raus, wenn man da hinten auf diese Pumpe drückt. So, und hier seht ihr ja schon die Schranke vom Campingplatz. Da habe ich ein Video gemacht, der kleine Besucher. Das ist eines der ersten Videos. Hier sind die Toiletten. Bäume. Der Kiosk. Ach, da ist ja der kleine Besucher. Seht ihr ihn? Neben den Schildkröten. So, und dann haben wir hier noch zwei Zelte. Hallo, ich bin Frau Dose. Mama, ich hab Hunger. Ja, die Dosen kommen gleich. Weil wir jetzt auf den Tischen und den Schränken keinen Platz mehr hatten, haben wir jetzt hier auf dem Boden die Sachen aufgebaut. Hier seht ihr jetzt ein paar Bäume, ja, so einen kleinen Wald.
Dann haben wir hier vom neuen Freizeitpark ein paar Sachen. Das ist diese Kleinbahn und dieser Süßigkeitenstand. Und da hinten sieht man auch den Ballonverkäufer, der Clown. Mit den Sachen haben wir auch, glaube ich, ein Video gemacht. Ja, und dann geht es da hinten weiter. Da haben wir eine Kutsche. Und da hinten, mit dem Playmobil habe ich selber früher gespielt. Das ist jetzt ca. 30, 32 Jahre alt. Das ist der Playmobil Schuldturm. Ja, mit dem Geist, der gerade eingesperrt wird. Und dann haben wir hier diesen Klappkoffer, dieser kleine Feenwald, den man dann auch mitnehmen kann. Nebendran ist dieses Pinguinbecken. Wie man sieht, gerade Fütterungszeit. Hier haben wir die Eisdiele. Und dann noch ein kleiner Garten mit Ziege und einer süßen Maus. So, da wir jetzt keinen Platz mehr hier im Zimmer haben, müssen wir in ein anderes Zimmer gehen. Da geht es dann weiter. Jetzt sind wir im Spielzimmer. Hier ist auch ein großer Teil von Playmobil und Lego, wie ihr seht. Das ist unsere Lego-Stadt. Aber da mache ich mal ein anderes Mal ein Video davon. So, da hinten haben wir dann die Schule. Die kommt jetzt als nächstes dran. Da haben wir, weil auch nicht so viel Platz ist, die Sporthalle oben einfach als zweiten Stock drauf gemacht. Die kommt ja auch im Video vor. Ich glaube, wie heißt der Film? Die verrückte Schule mit dem Herr Baumstumpf. Da haben wir dann die ganze Klassenzimmer. Unten der Werkraum, Kiosk und Toiletten. Und jetzt geht's weiter zum Hotel. Hier sind wir jetzt beim Hotel. Mit dem Film fing, oder beziehungsweise mit dem Hotel fing alles an. Mit dem haben wir das erste Video gedreht, die Hoteldiebin. Hier oben ist die Erweiterung vom Hotel. Die kann man direkt beim Playmobil über einen Online-Shop bestellen. Das sind die einzelnen Zimmer. Hier unten die Rezeption. Waschküche. Und das Restaurant. Dann geht es hier runter. Die Hoteldisco und der Hotelbus. Hier haben wir die Poststation. Da haben wir diesen Überfallfilm gedreht. Und hier haben wir dann das Shopping Center. Das ist ja der meistgeklickteste Film bei mir. Meistgeklickte Film bei mir. Mittlerweile, glaube ich, fast 400.000 Besucher. Hier ist die Eisdiele. Und das rechts davon, das ist dann auch eine Erweiterung. Die haben wir auch direkt bei Playmobil bestellt. Ich fand, das Center war ein bisschen zu klein und hat man zusätzlich zwei Geschäfte. Unten ein Friseursalon und oben ist ein Spielzeugladen. So, hier haben wir den Einhornturm oder Einhornköfferchen, das ist auch zum Mitnehmen. Oben dieser Bogen, das ist auch ein Griff zum Tragen. Hier mit Einhornmama und Einhornkind.
Und jetzt geht's weiter. Hier haben wir den Festsaal für die Hochzeitsgäste. Ah, da ist ja gerade ein Hochzeitspaar. Die stoßen miteinander an. Und passend dazu, habt ihr auch schon in ein paar Videos gesehen, die Kirche mit Turm. Und da haben wir auch ein Brautpaar. Ziemlich viel los heute, alle wollen heiraten. Und dann haben wir hier noch die Tierarztpraxis. Mit solchen Röntgenscheiben. Ich glaube, mit der haben wir noch, oder doch, einen Film haben wir auch mal gemacht, stimmt. Ja, die Schildkröte wird gerade untersucht. So, und dann geht es noch weiter. Dann haben wir hier die Polizeistation. Polizeimotorrad, Hubschrauber, Polizeiauto. So. Und hier noch der Spielplatz. So, und jetzt kommen wir zum Schluss. Hier haben wir noch ein Puppenhaus, das rustikale, das alte Haus. Da sehen die Sachen alle ein bisschen älter aus. Da oben ist das Kinderzimmer mit Doppelbett, Babybett. Hier das Bad, Schlafzimmer und hier unten das Wohnzimmer und die Küche. Jetzt ist der Rundgang zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen und hat euch ein paar Anregungen gegeben und auch ein paar Wünsche für Weihnachten. Ja, okay. Und was ich noch sagen wollte, oft kriege ich Nachrichten von euch, warum wir keine Filme machen und warum das so lange dauert, bis wir den nächsten Film machen. Das ist auch oft, liegt auch oft daran, dass wir einfach keine Ideen haben, keine Geschichten parat. Und erst wieder was Schönes überlegen müssen. Also das heißt, wenn ihr mal was Tolles im Kopf habt, eine tolle Idee, Geschichte, dürft ihr die gerne im Kommentar reinschreiben oder eine Mail schicken. Die können wir dann verfilmen. Vielen Dank. Dann bis bald. Tschüss. Tschüss.